Aber die ganze Kollektion ist dann auf Blumen und Gärten und so. Und das heißt das Jardin Portugal. Mm. Der Garten Portugal. Okay. Und deswegen habe ich diese ganze Violetten gemacht. Und, aber gleichzeitig, genau, ich meine, ohne Punk geht gar nichts. Ja. Nicht? Ja, also egal, welche Direction du machst. Ja. Seasoning heißt Würzen auf Englisch. Ne? Ja. Also Seasoning ist Punk. Und ich habe überhaupt keinen Bock darauf, dass die Leute alle so uniform aussehen, ja, weißt ja, du? Ja, ja. Also die Schuhe sind auch abgefallen hier. Alles, alles wow. zu Hause entworfen, alles wow. eine Person entworfen, alles moi. Wahnsinn. Das hier ist die Zeugin. Wahnsinn. Na, alles. Von der ersten Idee. Aber ohne die Sarah würde ich auf die Dinge auch nicht kommen. Ja, nicht? Ja, das ist ja gut. Die Sarah kann manchmal so leer aussehen, ja. wie eine weiße Leinwand. Die man filmen muss. Die man ja. filmen muss, ja. Wo nimmt die? Bei mir ist es immer so, ich kann also wirklich von der Schrift, vom Cover bis hin zu jedem Merchandise-Artikel, den wir haben, ich kann einfach nicht, ich hasse das, wenn das nicht über meinen Schreibtisch läuft. Also ja, wenn eine E-Mail... Bei mir genauso. Denkst du, ich würde von jemand anders einen Schuh nehmen? Nee. Oder einen Ohrring oder einen Gürtel? Dann gibt es keinen Gürtel. Dann laufen die nackt. Ja. Dann würde ich... wenn das nicht direkt von mir gefühlt, von mir geboren, wiedergekäut, dann würde ich es nicht machen. Aber ich ziehe auch kein Mädchen an. Ja. Ich passe die Sachen nicht mehr an. Okay. Du wirst mich nicht sehen, dass ich ein Kleid zum Model trage. Ja. Aber das ist wahrscheinlich echt eine gute Lösung. Ich binde keine Schleife, nicht. Ja. Dann bleibe ich dann theoretisch. Okay. Bleibe da zurück. Ja. Sonst würde ich, glaube ich, verrückt. Ja, das muss ich mir auch irgendwie ein. Nee, also du musst dann irgendwann sagen, cut. Jetzt sind die anderen dran. Ich kann das immer nicht ab. Und dann mache ich es mal wieder und dann denke ich so, komm, das ist so eine unwichtige Kleinigkeit, die lasse ich mal wen anders regeln. Ja, das geht aber richtig hoch. Und dann läuft das schief. Und ich bin so, ich denke mir so, das ist scheiße. Aber weil siehst das, nur ist du. Mal, das ist. Das siehst aber ja. nur du. Ja, ich weiß. Ich meine, es hört sich ja immer so albern an, wenn ältere Leute so sagen, das ist heute so schlimm, aber ich finde diese ganze Internet-Scheiße wirklich schlimm. Guck mal, ich bin ja auch eigentlich damit aufgewachsen und ich finde es so ja. schlimm. Also, klar, das eröffnet viele Wege, aber es bringt doch so viel Schlechtes. Wenn man es ja. einfach, wenn ich auf den Knopf drücken könnte und ich könnte auf den Knopf drücken und könnte das Internet jetzt abschaffen für alle, ich würde ihn sofort drücken. Du machst was und eine Minute später ist es im Internet und dann geht es um die ganze Welt. Ja. Und jeder darf es kommentieren, jeder kann es beurteilen, ja. jeder macht sich da eine Meinung drüber. Wo ich mir oft, und da wird sowas kaputt gemacht. Da geht so ein Zauber weg und so eine Magie, die du dir dabei denkst, weil alle das sofort zerstören und überall Leute sofort ihren Kommentar hinterlassen und das beschmutzen. Also zum Beispiel auch dieses Googlen, so gut wie es einerseits ist. Auch diese ganze Wertschätzung von, ja. von auch allen Produkten, von Magazinen, von was auch immer, Bücher, Mode, Musik, Filme, das ist alles nicht mehr da, weil du kriegst es alles. Du kriegst es ein Klick. Es ist ja, auch keine Nerven mehr.